Ey, geil, ey! Das ist eine Granate! Gerd, jetzt guck doch mal! Ja, wo willst du das hinpacken? Gerd, ich wollte einen Witz machen. Du musst dir ein Gitter vormachen, dass die Penner nicht reinkriechen. Dass die Penner nicht reinkriechen! Wir haben keine Zeit für so einen Angeberkram. Für das Rennen muss die Karre gut abgehen. Wie sie aussieht, ist scheißegal. Oh Mann, bist du mies drauf. Komm, zeig mir mal die Liste. Reifenzeugnis. Was ist denn das für ein Quatsch? Berti, das ist ein Reifezeugnis. Ja, seh ich doch. Meinst du, ich bin doof? Du hast Abitur gemacht? Ja. Ich bin zum Abendgymnasium gegangen und hab dort das Abitur nachgemacht. Was da? Gerd! Wo ist das Problem? Du hast Abitur gemacht. Ja, ich hab Abitur gemacht. Das gibt's doch nicht. Und warum hast du mir nie was erzählt? Was wäre dann passiert? Beleidigt wärst du gewesen, genau wie jetzt. Ich bin nicht beleidigt. Ich brauch kein Abitur. Ist doch sowieso alles nur Luxus. Mensch, reg dich bitte ab. Jetzt wirst du auch studieren, wie? Mann, das kann ja heiter werden. Müsli fressen, Fahrrad fahren. Ah, ist mir doch scheißegal. Du tust gerade so, als hätte ich Abi gemacht, um dich zu ärgern. Boah, ich raff es nicht. Ist mir auch klar, warum du so hinter dieser Studententante her bist. Halt bloß die Schnauze! Du hast mir alles vermasselt. Du bist nicht der Einzige, der hier Probleme hat. Hast du ja wohl nicht. Du hast eine Perle. Nichts als Ärger habe ich am Hals. Das ist alles. Die ganze Zeit geht's nur um Wohnung hier und Wohnung da. Dann kann man wissen, warum dich plötzlich so eilig hat.